Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, wir haben das zersplitterte Riff abgeschlossen in der letzten Aufnahmesession, worüber ich froh bin, weil das war recht nervig mit den vielen Vampiren. Und ja, jetzt geht es wieder zur Botenwacht und wir gucken mal, ob wir es jetzt mit dem Boten aufnehmen können. Dem Vorboten oder wie er nochmal genau hieß. Ah, wir kommen sogar nochmal dort an. Gut. Dafür stelle ich aber die Party um. Ich entlasse Maya und Alof fürs Erste. Nehme Palegina und Itwin mit. Warum auch immer mir die Quest sagt, ich soll Itwin am besten mitnehmen. Ah, ich höre Level-Ups. Hatte kurz Lag. Ja, verehrter Gast, genau die hier. Und wir haben wieder einen Bug im Questlog. Ja, jetzt ist er weg. Genau hier, Itwin, empfohlener Begleiter. Mal gucken, was wir erreichen können. Auch wenn mir das der Loading Screen Idea, Palegina, Alof und Xoti vorschlägt. Nämlich statt Alof mal Itwin mit. Als Magierin. Xoti zum Buffen und um den riesen Gammeldrachen da mit bösen Segen der Götter zu belegen. Ich hätte Rübergrads Segen nehmen sollen und die mit Rübergrads Segen belegen sollen. das wäre ironisch gewesen. Weil angeblich ist er ja ein Bote von Rübergrad. Oh, Xoti leidet immer noch. Das ist nicht so toll. Einschüchtern und noch ein bisschen Arcada für Palegina. 2 Punkte. Heilige Einäscherung. Jeder Puls hat auch die Verbündeten des Paladins, die sich in der Nähe aufhalten. Wenn der Paladin während der Verbrennung besiegt wird, erlebt er kurz darauf eine Wiederbelebung mit voller Gesundheit. Das ist immer gut. Der Paladin gewinnt halt einfach, wenn ein Verbündeter im Kampf zu Boden geht. Da nicht so gut. Ja, Kraftstufe erhöhen, das ist immer gut. Oh, und noch ein Level up. Dann Arcana und Überleben. Ja, der letzte Punkt, den wir vergeben können. Von Umfeld eine Explosion göttliches Lichts um den Paladin herum ab. Das Licht hat alle Verbündeten in der Nähe und verbrennt feindliche Gefäße und Geister mit enormem Schaden. Das klingt doch praktisch für jetzt diese Aufgabe, die wir haben. Na komm, kriegst du doch die knüppige Knüppel. Und wir sind fertig mit deinem Level Up. Du müsstest jetzt auch Level 20 sein damit. Ja. Und ja, sie ist 16. Das ist schon ein herber Rückschlag gegenüber bei der restlichen Party. Erstmal richtig die Anordnung machen. Palegina als nach vor. So. Wie war das? Können wir hier irgendwo schlafen? Braumeister, ja. Wenn da im Rückzugsort des Boten, müssen wir doch mal gucken. Wenn nicht, müssen wir... In diesem Gebiet ist Rast nicht erlaubt. Okay, das heißt, wir müssen irgendwo pennen können. Wobei wir noch den Buff auf allen haben. Jetzt mal kurz bei Palegina gucken. Wir hatten doch ein neues zweihändiges Schwert. Ja, Rat der Lehre. Schaden ist viel besser. Derjenige, der die Waffe führt, erleidet selbst 10% des ausgeteilten Schadens als reinen Schaden. Und bloß 10% reiner Schaden. Nekrotische Klinge. Könnten wir das...
50 Gesundheit. Nekrotisches Herz. 25% Chance zielen beim kritischen Treffer. Ja, würde ich sagen, geben wir das Schwert einfach mal. Palegina. Und finden daraus, was damit passiert. Palegina hat ja jetzt auf jeden Fall was Böses gegen Gefäße. Und ich schätze mal, der Drache, er ist untot, also dürfte er ein Gefäß sein. Wir müssen einfach oft Pause machen und viel Zeug gegen ihn benutzen. Was wir benutzen können. Ja, ich hätte eigentlich gerne Alof dabei gehabt mit seinem Bogen. Der hätte vielleicht den Drachen vieren können und damit dafür sorgen können, dass er weniger Schaden verursacht. Aber man kann nicht alles haben, oder? Hello again. Ja, ich möchte gerne ein Zimmer mieten. Entschlossenheit und Frostrüstungswert. Nehmen wir das. Das können wir gut überspringen. Gut und gerne. So, dann wieder dieser hübschen Versammlung beiwohnen. And why shouldn't we fear death? What offers death save erasure? Und warum sollten wir den Tod nicht fürchten? Was hat uns denn zu bieten außer Auslöschung? Der Mann, der zu dem Raum spricht, trägt dieselben abgetragenen Roben wie der Rest der Versammelten. Doch sein Kopf ist in besudelte Leinenstreifen gewickelt. A return to life, cleansed of experience and understanding. Ignorant, set to suffer again, to repeat our mistakes endlessly. Eine Rückkehr in ein Leben gereicht von Erfahrung und Verständnis, ignorant, wieder dem Leiden unterworfen, um unsere Fehler zu wiederholen, ewiglich. Zu versagen. Aber die Bestie würde uns dieses Leiden ersparen, würde uns Beistand leisten, Gnade. Sein Kopf neigt sich leicht. But it seems our guest has arrived. Come, Duskspeaker, join our circle. Aber es scheint, als wäre unser Gast eingetroffen. Komm, Dämmersprecher, komm in unseren Kreis. Look upon the Duskspeaker and be glad, brothers and sisters, for he heralds an end to your suffering. Seht den Dämmersprecher und frohlockt, Brüder und Schwestern, denn er verkündet ein Ende unseres Leidens. Ja, ich werde vor dich kommen, um dich von deinen Qualen zu erlösen. Ich diene einem Gott und es ist nicht Rümgrad. Ich bin niemandes heiliger Mann, laut seufzen. Schließlich werde ich das genannt, nehme ich an, das habe ich dir zu verdanken. Ich habe nur das enthüllt, was mir gegenüber enthüllt wurde. Now look here. If anyone's gonna be giving him pet names, it's me. Jetzt hör mal, wenn jemand ihm Kosenamen gibt, dann bin ich das. Ist das jetzt Xoti allgemein oder weil sie in mich verknallt ist? Der Haufen eisblauer Augen des Gottähnlichen zwinkert sie an, bevor sie sich wieder auf dich richtet. I present to you the Watcher of Kaad Nua, Father of the Defiance Bay Riots. Ich präsentiere euch Hagrim von das ewige Weiß. Wächter von Kaad Nua, Vater der Unruhe und den Trutzbucht. In whose wake fell the Hollowborn curse upon the Deerwood. Der den Fluch der Hohlgeborenen über den Dürrwald brachte. Der Fluch hatte sich schon lange vor meiner Ankunft dort verbreitet. Das ist merkwürdig. Eigentlich bin ich sicher, dass ich den Fluch beendet habe. Moment, wie war das mit den Unruhen? Nichts sagen. Nehmen wir die zwei. Who dethroned Lord Radric, rightful Thane of Gilded Vale, plunging that land into anarchy? Okay, das muss ich mir leider eingestehen. Er war es, der Lord Radric entthronte, der rechtmäßigen Thane von Goldtal und damit das Land in der Anarchie stürzte. You mean there's alternatives to government by brawling? We don't get to see a lot of places that have their act together.
Du meinst, es gibt Alternativen zum Regieren durch Prügelei? Wir sehen nicht gerade viele Orte, die sich gut anstellen. Wer? Noch nie von ihm gehört. Anarchie ist besser als Tyrannei. Dann ist er zurückgekommen und ich habe ihn nochmal getötet. Können wir noch über die Sache mit den Unruhen reden? Nehmen wir die drei. Who scattered the faithless blood-drinking Ethic Null? Wer hat die Untreuen verstreut? Bluttrinkende Ethic Null. Das ist meine Antwort für verrückte Kulte. Der war für Beraf. Mal ernsthaft, die Kämpfe waren ganz und gar die Schuld eines Mannes am Star aus. der war für Beraf. Very stone and soil gave rise to the great green giant that even now strides across the Deadfire. Und dessen eigenem Stein und Boden der grüne Riese entstammt, der nur durch das Todesfeuer streift. Ach so, er hat mein Schloss zerstört. Ja, ich habe Eotas gerufen, um auf dass er die Meere in Schrecken versetzen sollte. Und er ist gekommen. Ich glaube nicht, dass das mein Handeln, was er mit zu tun hatte. Ach so, er hat mein Schloss zerstört. Die Versammelten murmeln Gebete vor sich hin und heben ihre Hände in demütiger Dankbarkeit zur Bestie des Winters. Watney hebt eine Hand und das Gemurmel verstummt. Full glad are they to see you, Watcher, for they came to pay homage to Rimurgand and bear witness to the final dissolution of Eora by his hand. Sie sind glücklich, dich zu sehen, Wächter, denn sie kamen, um Rimurgand die Ehre zu erweisen und den endgültigen Untergang Eoras durch seine Hand beizuwohnen. Your coming fulfills prophecy. Wheresoever strides the Duskspeaker, so falls falsehood torn away, so discards false cycles, so quiets dawn and dusk. I've high hopes for you. Deine Ankunft erfüllt die Prophezeiung. Wo immer der Dämmersprecher schreitet, wird die Falschheit wie ein Vorhang weggerissen. Zerbrechen falsche Kreisläufe, enden Abend- und Morgendämmerung. Sie setzen große Hoffnung in dich. Tut mir leid, aber ich bin nicht hier, um das Ende der Welt einzuläuten. Precisely my point. Whether or not you mean to cause chaos, chaos follows in your wake. You're chosen, whether or not you choose to be. Genau das ist mein Punkt, ob du es beabsichtigst oder nicht. Das Chaos folgt dir auf Schritt und Tritt. Du bist ausgewählt, ob du möchtest oder nicht. Now, if we may have the pleasure of your company, Duskspeaker, we've prepared a feast, at least by the standards of our humble means, for your... Wir hoffen, du erweist uns so die Ehre deiner Gesellschaft, der Übersprecher. Wir haben ein Festmahl vorbereitet. Zumindest nach unserem bescheidenen Maßstäben ist es das zu deinen. Seine Worte werden von einem Beben abgeschnitten, das die Erde unter dir zittern lässt. Jo. The Messenger returns! Der Vorbot ist zurückgekehrt. Warten jetzt zum Eingang der Zufahrt. Go forth and bear witness to his message. Geht hinaus und legt Zeugnis ab über seine Botschaft. Don't leave me behind. Wie eine Schar Minions. Gut, dann gucken wir mal. Wir sind ja jetzt ein paar Level höher als vorher. Und haben auch bessere Ausrüstung und so. Was ist eigentlich mit dir? Womit bist du ausgerüstet? Achso, mit der Zubauung Klinge. Yes. Ja, und jetzt dürfen wir gleich wieder zusehen, wie der alles hier ein bisschen kaputt macht und ein paar Leute tötet. Such grace, such majesty. No, don't leave. Come back. Ja, jetzt macht er den Bildhauer kaputt. They're happy? These folks are making the Scanites look downright reasonable. Ja, da hast du leider recht, Idea. Sie sind glücklich. Diese Leute sahen genieten vernünftig aussehen. Happy to oblige. What's over there? Ich
Ja, der sieht wie immer nicht freundlich aus. Der Drache, besser gesagt, die verweste Hülle in Form eines Drachen, richtet eines seiner leuchtenden Augen auf dich. Du spürst, wie sein Blick auf deine Seele fällt und dein Geist ausspäht. Ein trübes Grummeln steigt aus dem Schlund des Drachen empor. Es klingt bedrohlich, wird jedoch nicht zu Worten.